Jo, servus die Malen und grüß euch die Buben. Ja, das Wetter hat jetzt bombenartig umgeschlagen auf super schön mit Sonnenschein pur. Vorher war es ja echt trieb und ja, 20 Grad jetzt vorher, man gehabt 13, 14. Ja, wie ein bisschen außer bekannte Gegend, mein Dschungel wieder ein bisschen durchstrutten, will meinen neuen Hobo ein bisschen testen. Und ja, hab ein Fertigsuppel mit, gibt's nicht was gut irgendwas Besonderes. Und heute gibt es Cowboy-Käfchen, sage ich mal. Schauen wir mal, was uns jetzt erwartet. Ja, der liegt auch noch nicht sehr lang da, wie das ausschaut. Schöner Wurzelstock. Da hat es auch eine Stunde längst rausgekommen, aber ganz schön umgebracht und da sind gleich noch zwei drüber geflogen. Und ja, der liegt zwar schon länger, aber Kajana, stützt sich auch da drüben schon auch noch. Ja, weil ich da so aufschaue, da ist der einzige bei mir, der was grüne Blauen hat. Da ist ein anderer da oben, hat keine Blauen und ist quasi tot. Ja, und da fühlt man sich ehrlich gesagt gleich gar nicht mehr ganz so sicher. Aber gut, ich hab das Glück, heute geht wirklich kein Wind nicht. Und ich hoffe, dass nicht wieder mehr Band neben mir umfällt. Ja, da schau ich aber, da ist auch so eine Art Biotop. Zwar schon austrickert. Das kenne ich auch noch nicht. Da war ich dann quasi auch noch nie da. Definitiv Wildspuren da durch. Werden da oben gekommen von dem Weg. Und da vorne ist sogar noch ein Wasser drin. Schauen wir mal näher hin. Der Baum da drüber schaut schon geil aus. Ja, da sind sicher ein paar Geroden auch noch drin. Ja, da komme ich jetzt nicht wirklich durch, aber das macht nichts. Schauen wir noch in die andere Richtung zurück, vielleicht ist da hinten auch noch so ein schönes Dümpelchen. Ja, da ist leider alles sumpfig. Da sink ich ein, da komme ich nicht durch. Ich bin da immer noch auf Suche auf einen Platzl. Aber sowas fasziniert mich immer wieder. Da habe ich da ein saugeiles Versteck, weil das ist viel jung. Da wird gerade wieder was entdeckt. Da habe ich das ein Stück, was austrickert ist. Das habe ich früher noch nie gesehen, sowas da herin. Schon gewaltig. Aber ich würde sagen, jetzt nehmen wir da den Baum einmal als Platzl. Ja, ich glaube, das Platzl werde ich mir einverleiben. Was soll's. Ja, einmal Prost an alle. Da. Ja, mit dem Hobo, das werde ich heute lassen. Der bleibt einpackt sich jetzt rüber. Ich meine, ich kann ihn dann einmal auspacken und zeige ihn. Aber da werden wir heute nichts drauf machen. Genauso meine Machete, was ich mir extra mitgenommen habe zum Holz kleiner machen. Die bleibt wahrscheinlich auch einpackt. Man denkt schon einen kleinen Hakel mal probieren. Aber ist ja gut, mein den Koch haben wir mitgenommen, also mein Teekessel.
Ja, ich habe gerade gemerkt, ich habe meine Pfannenfirst nicht dabei vom X-Boil für den. Vor allem das passt da nicht wirklich, weil der ist ein bisschen angesetzt. Da wäre mir vielleicht da den Langigris Hobo aufstellen, aber wir werden trotzdem mit dem Spiritusbrenner betreiben. Ja, das ist jetzt mein Wandtägris Titanhobo. Ein Steckhobo, wie man sieht. 400 Gramm schwer und da oben habe ich schon alles hergekriegt. Ist auch schon mal Dosel drin und da werden wir sie das jetzt machen, ganz sicher selber. Ich habe da natürlich auch diese Ascheblech und da drin ist noch so, also ein Rost und ein Ascheblech, was man natürlich unten reingeben kann, aber ich verwende jetzt da oben. Wie gesagt, ich nehme jetzt einmal Dosel wieder dazu, was ich mir hergekriegt habe, da mit dem Carbonfließ. Dann sind wir auf der sicheren Seite. So, ich werde jetzt mein Vlies auch mit Leiner legen, aber nicht, weil nichts passiert, sondern dass ich damit ein bisschen höher komme. Dann kommen ja verschiedene Hechen, was ich brauche. Und das ist dann okay so. Jetzt habe ich circa da einen Abstand so von 4 cm bis auf. Ich habe das auch fertig, Suppen habe ich wieder mal dabei. Das reicht mir heute. Es ist so warm, da hat man gar keinen Hunger. Ja, da brauche ich nicht viel. Jawohl. Ja, schön, bei mir ist jetzt da wirklich schon alles wunderschön grün. Der Bärlauch blüht schon, wie gesagt, der wird bald vorbei sein. Aber jetzt hat mir einer einen guten Gedanken gesagt. Den werde ich ausprobieren, sobald ich mit dem Hobo jetzt da mache, nehme ich mir mein Pfandl mit. Es gibt ja diese Brennnesselblau und die hast in so einem frittierst das quasi. Und das werde ich mit dem Bärlauch probieren. Das ist sicher genauso geil. Das glaube ich jetzt schon. Ja, wie spät haben wir es? Ah, 4 ist schon. Quasi schon ja aus, aber na dann, sage ich mal, Mahlzeit. Diese Fertigsuppen sind nicht so schlecht. So, und jetzt gibt es noch mal einen Kaffee. Ja, jetzt ist es soweit. Der dampft zwar noch, aber jetzt sind gute 2,5-3 Minuten um. Haus ist er immer noch. Und in dem Sinn natürlich wieder meine ersten besten Grüße an meine Krankensaison. Und natürlich auch an alle gesunden. Prost! Ja, der kann schon auch was. Ja, ein bisschen stark ist er wohl, aber okay. Das geht schon. Ja, und die Topferflammen haben schon einen Titan vorbereitet. Blau-Violett, dann spiegeln so schön. Ich bin schon gespannt, wenn der Hobo das erste Mal anbrennt ist, kriegt er die Form auch. Dann sind es meines Erachtens ja noch viel schöner. Ja, war nicht so schlecht, aber es ist trotzdem. Also da haben wir nicht ganz Kännchen, schmeckt der türkische anders. Da habe ich schon ein anderes Mischungsverhältnis. Das passt schon. Das ist ein bisschen, naja. Beim nächsten Mal fährt meine Violette wieder mit. Werden wir in Zukunft wieder die Kleine mitnehmen. Da ist er dann ein bisschen stärker als wie aus der Roten. Die passt auch genau mit einem Bett drinnen. Ist das optimal. Ja. Wenn wir dann schon langsam wieder zusammenpacken. Richtung Heimat. Schauen wir mal, wann ich dazu komme, den Hobo zum Anzünden. Aber das war mir heute zu unsicher. Und da ist es eh gegangen am Boden. Ich hätte ihn auch da oben anzünden können, aber war nicht. Die nächsten 2-3 Tage soll es eh wieder regnen. Dann haben wir es eh wieder schön aus.
Das heißt, wir haben Freitag, Samstag, Sonntag, Regen. Montag wird eh noch alles wascheln lassen, dann werden wir vielleicht anzünden gehen. Schauen wir in eine andere Richtung, wieder in die andere Seite vom Dschungel, wo es ein bisschen ruhiger ist, wo man nicht so viele Autogeräusche hört. Und das war's dann. Ja, ich würde sagen, wir werden einmal alles zusammenbauen. Der geht ja recht einfach, ist also ein Stick Hobo quasi. Es geht wirklich ratzi-fatzi. Gefällt mir sehr gut. So, haben wir alles zusammengebracht. Jetzt werden wir die wieder alle aufstellen, ein bisschen stützen. Dann geht es schon. Ja, wenn ich fertig bin, melde ich mich gleich. So, das waren jetzt die letzten 60. Steht wieder alles. Und jetzt kann ich heimgehen. Ja, Freunde, war wieder schön. Jetzt gehen wir schon langsam wieder zurück zum Auto. Da haben wir wieder so Riesen. Aber was mich extrem fasziniert, dass du trotzdem das Grünzeug weiter wächst. Aber wie man sehen kann, ist das überall so. Alles treibt frisch aus. Da ist auch wieder einer, der ist ordentlich befallen. Ja, das dürften lauter Würmer sein. Oder keine Ahnung was. Und immer wieder diese Löcher. Keine Ahnung. Da ist kein Baum in der Nähe, nichts. Glaubt sie, das wäre. Ja, da eine richtige große Steinschleuder von mir. Steigen wir da mal durch. Hey, guck ich da. Was sehe ich denn da? Da wachsen Dentling. Auch nicht schlecht, he? Ja, und von diesen Dinteln haben manche schon eigenartige Formen. Ne? Also was erinnert euch das? Hui, ihr seid Ferkel. Aus, weg mit euren Gedanken. Jetzt ist gerade ein Raubvogel davon. Leider zu spät gesehen. Ja, weg ist er. So Freunde, bevor ich jetzt noch näher zur Straße komme, verabschiede ich mich lieber gleich von euch. Da ist es noch halbwegs ruhig. Viecher werden auch schon wieder lästig. Wenn die mir selber bald wieder einpacken. Ja, aber lassen wir es gut sein. Ich sage wie immer, danke fürs Zuschauen, danke fürs Dabeisein, fürs Mitlaufen. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag, eine schöne Woche und sage Servus die Malen und pfiat euch die Buben.